So, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben das letzte Mal begonnen mit dem zweiten grundsätzlichen konzeptionellen Thema im Zusammenhang mit Algorithmen und Datenstrukturen. Das erste Thema war Korrektheit. Das wird uns natürlich durch die ganze AOD hindurch bis zur Klausur und auch in späteren Lehrveranstaltungen verfolgen. Und das zweite konzeptionelle Thema, was Sie natürlich auch verfolgen wird, ist das Thema asymptotische Komplexität. Das ist der Versuch, der durchaus erfolgreiche Versuch, Laufzeitverhalten von Algorithmen mathematisch zu fassen. Teilweise erfolgreich, großenteils erfolgreich, nicht hundertprozentig. Das hatte ich versucht beim letzten Mal schon ein paar Mal anzudeuten. Wenn Sie zwei Algorithmen haben für dasselbe Problem, wie beispielsweise Selection Sort und Bubble Sort, dann haben wir festgestellt, deren Laufzeitverhalten, wenn die zu sortierenden Sequenzen immer größer werden, deren Laufzeitverhalten wächst, asymptotisch zumindest, kommt immer näher an irgendein Vielfaches von Länge der Sequenz zum Quadrat. Weil diejenigen Bestandteile des Algorithmus, die nicht proportional zur Länge der Sequenz zum Quadrat häufig ausgeführt werden, sondern nur proportional zur Länge der Sequenz hoch 1 oder sogar nur ein konstantes Mal, eine konstante Laufzeit benötigen, wie am Anfang Aufruf der Methode, am Ende Return und so weiter und so fort. Diese ganzen Bestandteile, die nicht quadratisch mit der Länge der Sequenz wachsen, die werden natürlich fallen natürlich immer weniger ins Gewicht, sodass die Laufzeit, wenn wir uns vorstellen, die Sequenzen werden immer größer und immer größer, sodass die Laufzeit schon sehr schnell dahin kommt, ziemlich genau proportional zu sein zur Länge der Sequenz, die zu sortieren ist, zum Quadrat. Aber das ist es dann auch. Mit den mathematischen Methoden, die wir hier betrachten, und die ganz nicht, weil das meine spezielle Leidenschaft wäre, das zu betrachten, sondern weil das das grundlegende Gerüst ist, die grundlegende Methodik, mit der man Laufzeitverhalten mathematisch, analytisch analysieren kann. Damit kann man nicht mehr unterscheiden zwischen dem Laufzeitverhalten von Selection Sort und Bubble Sort. Wir stellen fest, beide sind quadratisch, haben quadratischen Aufwand. Natürlich wird einer von den beiden schneller sein als der andere. Aber da wird man mit dem Versuch, das Ganze zu formalisieren, mathematisch zu behandeln, ist man da praktisch am Ende, denn das hängt von der Implementation ab, wie Sie die beiden Algorithmen implementiert haben. Das hängt von Ihrer Systemkonfiguration ab, von Ihrer Hardware, von der Mondphase oder was auch immer. Das hängt von vielen, vielen Unwägbarkeiten ab, welcher dieser beiden Algorithmen, Selection Sort oder Bubble Sort, jetzt. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass wenige Meter von hier sehr bequeme Stühle sind, wo man sich auch hin und wieder einen Kaffee holen kann oder was anderes und wo das die Umgebung nicht weiter stört, je nachdem, wie man sich dort verhält. Das kann man nicht unterscheiden. Bei beiden ist die Laufzeit quadratisch. Ende im Gelände. Aber was man zum Beispiel gut unterscheiden kann damit, sind die wirklich großen Unterschiede. Ja? Selection und Sort und Bubble Sort brauchen quadratischen Aufwand. Wenn n die Länge ist, dann eben n zum Quadrat.
Merge Sort hingegen braucht nur n mal log n, Zweierlogarithmus von n, mit irgendeinem Proportionalitätsfaktor, mit irgendeinem konstanten Faktor dazu, was eben die Instruktionen pro Iteration, pro rekursiven Aufruf dann enthält. Und egal, wie das jetzt alles implementiert ist, egal, wie die Algorithmen implementiert sind, egal, auf welchem System, auf welcher Hardware und egal, wie die Mondphase gerade ist, wir können sicher sein, dass ab einer gewissen, nicht so richtig bekannten Größenordnung, aber nach Erfahrung schon bei einer sehr kleinen Größenordnung, Merge Sort schneller läuft als Selection Sort und Bubble Sort. Das ist das, was wir durch diese Analysen hinbekommen. Das, was diese Analysen uns bieten, das ist nicht die ganze Wahrheit, aber es ist eigentlich der wichtigste Teil der Wahrheit. Der uns beispielsweise beim Thema Sortieren sagt, warum Merge Sort. Hey! Danke. Warum Merge Sort besser ist als Selection Sort und Bubble Sort? Warum etwa in der Java Standardbibliothek nicht Bubble Sort oder Selection Sort implementiert ist, sondern etwas raffinierteres? So. Wir haben erst einmal damit begonnen, beim letzten Mal. Wir haben uns ein paar Beispiele dazu angeschaut. Lineare versus binäre Suche im Array. Wir haben uns Algorithmen angeschaut, die wir schon in der Vorlesung hatten. Die beiden Algorithmen für String Matching, haben gesehen, dass der kompliziertere Algorithmus für String Matching, obwohl er eine ganze Menge vor der ersten Iteration, also im Preprocessing, in der Initialisierung, obwohl er da eine ganze Menge noch zusätzlich machen muss, die Lookup-Table aufzubauen und das Ganze, doch in der Regel vorzuziehen ist. Der typische Anwendungsfall ist, dass der String, in dem gesucht wird, riesengroß ist. Der String, der gesucht wird, im Vergleich sehr klein. Ja, Suchen eines Wortes, in aller Vorkommen eines Wortes in einer Datei eben beispielsweise, sodass es sinnvoll ist, sich diesen Aufwand vorher in der Initialisierung zu machen, weil dieser Aufwand in der Initialisierung eben nur abhängt von der Länge des kleinen Strings, den wir suchen. Zwar in der dritten Potenz, kubisch davon abhängt, aber wenn der String, wie es üblich ist, sehr klein ist, der String groß T, den wir suchen, spielt das keine Rolle im Vergleich zu dem, was wir sparen in der großen Schleife, wo wir den langen String Zeichen für Zeichen durchgehen. So, das haben wir zuerst gemacht. Wir haben uns ein paar Beispiele angeschaut und wir haben uns allgemein befasst mit asymptotischem Verhalten oder asymptotischem Vergleich von Funktionen. Funktionen, wie Sie sie aus der Analysis kennen, die irgendwelche reellen Mengen auf andere reellen Mengen abbilden. Und jetzt kommen wir hier zu diesem Foliensatz. Solche Funktionen haben wir uns beim letzten Mal schon angesehen, die nicht einfach R auf R abbilden, sondern ein R hoch K auf R. Uns interessieren auch nur die nicht negativen Zahlen dabei. Die negativen interessieren uns nicht, weil das Ganze ja dann auf Laufzeitverhalten gehen wird und es gibt kein negatives Laufzeitverhalten, also jedenfalls meines Wissens nicht in diesem Universum. Und wir haben dann verschiedene Funktionen, wir werden noch verschiedene Funktionen miteinander vergleichen. Wir haben zunächst einmal gesehen, wie das Ganze so prinzipiell aussieht, dass man unter welchen Umständen man sagen kann, dass eine Funktion asymptotisch schneller wächst als die andere. Und warum ein hoch k hier? Warum befassen wir uns nicht einfach mit Funktionen von r nach r? Naja, weil die verschiedenen, nehmen wir wieder String Matching als Beispiel, da ist die Laufzeit abhängig von zwei Parametern, sogar von drei Parametern, wenn man genau sein will. Von der Länge des großen Strings,
in dem wir suchen, von der Länge des kleinen Strings, den wir im großen String suchen, und wenn man genau pingelig ist, auch von der Größe des Alphabets. Denn das Alphabet kann beliebig sein. Es muss nicht unser normales Alphabet von A bis Z sein. Also, es hängt von mehreren Parametern ab. Das heißt also, wir haben verschiedene Parameter, von denen die Laufzeit abhängen soll. Und was diese Funktionen beschreiben, ist einfach, wie, wenn wir hier Parameterwerte einsetzen, zum Beispiel eine bestimmte Länge für Groß S beim String Matching, eine bestimmte andere Länge für Groß T beim String Matching, eine bestimmte Größe fürs Alphabet, dann soll uns diese Funktion sagen, die die Laufzeit asymptotisch beschreibt, soll uns sagen, für diesen Wert, was da bis auf einen konstanten Faktor herauskommt. Wir betrachten das Ganze hier mit reellen Zahlen zunächst einmal, obwohl, wenn wir von Laufzeit reden, na, dann reden wir irgendwie von der Anzahl eigentlich in der Realität auf einem Computer, jedenfalls auf den normalen digitalen Computern, die es überall gibt, reden wir auf diesen normalen digitalen Computern von einer Anzahl von Taktzyklen, die der Code durchläuft vom Beginn, wo er aufgerufen wird, bis zum Ende, wo er sein Ergebnis zurückliefert. Das sind ganze Zahlen. Und die Parameter, von denen ich hier spreche, Länge der großen Sequenz, Länge der kleinen Sequenz und so weiter, sind auch ganze Zahlen. Aber die mathematischen Mechanismen kommen aus der Analysis und daher ist es sinnvoll, mit reellen Zahlen zu beginnen. Alles, was über reelle Zahlen ausgesagt werden kann, überträgt sich natürlich sofort, unmittelbar auf ganze Zahlen. Das heißt also, wenn wir hier das Ganze reellwertig in den Griff bekommen, dann haben wir es automatisch auch ganzzahlig in den Griff bekommen. So, wir gehen jetzt von verschiedenen Funktionen aus. Beliebige Funktionen, die ich FGH nenne, das kennen Sie ja aus der Mathematik, dass man häufig Funktionen so abkürzt, die denselben Parameterraum, also denken Sie wieder an String Matching, Parameter 1, die Länge des großen Strings, Groß S, Parameter 2, die Länge des kleinen Strings, Groß T, Parameter 3, die Länge des Alphabets, die diesen Parameterraum abbilden in reelle Zahlen. So, wir haben das letzte Mal schon gesagt, unter welchen Umständen die eine Funktion asymptotisch schneller wächst als die andere. Was ich jetzt hier einführen möchte, ist einfach nur die übliche Notation, die Sie in den Lehrbüchern finden. Egal, ob es Lehrbücher aus der Informatik über asymptotisches Laufzeitverhalten, asymptotische Komplexität von Algorithmen finden oder ob es Lehrbücher aus der Mathematik ist über Asymptotik von Funktionen. So, wir haben schon beim letzten Mal geklärt, was es heißt, dass G asymptotisch schneller wächst als F. Das heißt, wenn Sie die Parameter von diese k verschiedenen Werte, diese k verschiedenen Inputs für die Funktion, wenn Sie die beliebig ins Unendliche gehen lassen, dass dann immer f durch einen konstanten Faktor mal g beschränkt bleibt. Dass f in keine Möglichkeit hat, egal wie Sie diese Parameter unendlich gehen lassen, keine Möglichkeit hat, über alle Grenzen dem g davon zu eilen. Also, dass sich nirgendwo die Schere, dass f immer mehr wächst als g und immer weiter und dieses Wachstum f über g ins Unendliche geht. Also, das sind zwei Möglichkeiten. Entweder die in diesem Kürzel hier zusammengefasst sind, entweder dass die beiden asymptotisch gleich schnell wachsen, so wie Selection Sort und Bubble Sort in nur einem Parameter, nämlich der Länge der Sequenz, wachsen beide quadratisch. Das heißt, diese beiden Funktionen
Diese beiden Laufzeiten dieser beiden Algorithmen wachsen asymptotisch gleich schnell. Oder eine Funktion wächst asymptotisch schneller als die andere. Zum Beispiel wieder sortieren mit einem Parameter der Länge der Sequenz. Die Laufzeit für Selection Sort und Bubble Sort wächst asymptotisch schneller als die Laufzeit für Merge Sort. N Quadrat, n die Länge der Sequenz, gegen n mal 2er Logarithmus von n, was dramatisch langsamer wächst. Und diese beiden Fälle werden in dieser Notation hier zusammengefasst. Sie sehen eine etwas merkwürdige Notation, zunächst einmal, an die man sich aber auch gewöhnen kann. Dieses Groß O von G ist offensichtlich eine Menge. Es muss eine Menge sein, denn sonst wäre hier das Elementzeichen irgendwie deplatziert. Groß O von G ist die Menge aller Funktionen, die gleich schnell wie G wachsen oder langsamer als G wachsen. Oder umgekehrt, G wächst asymptotisch schneller als F oder beide asymptotisch gleich. Ja, G ist eine obere Schranke für alle Funktionen. Das Laufzeitverhalten von G ist eine obere Schranke für alle Funktionen, die in Groß O von G sind. Ich weiß jetzt nicht genau, woher diese Notation kommt, Groß O und dann die weiteren Kürzel, die ich gleich einführe. Da gibt es bestimmt in Wikipedia oder sonst wo irgendwelche Erklärungen über die Vorgeschichte, wie es zu diesen Kürzeln kommt. So. Diese Definition dieses Verhältnisses zwischen zwei Funktionen f und g, f in Groß O von G, wie ich das hier eben gesagt habe, G wächst asymptotisch schneller als F oder F und G sind asymptotisch gleich, die kann man auch in einen logischen Ausdruck packen. Was heißt denn das, dass G asymptotisch schneller als F wächst oder dass beide asymptotisch gleich ist? Oder andersrum gesagt, F wächst asymptotisch höchstens so schnell wie G. F wächst asymptotisch höchstens so schnell wie G. Das heißt, f entflieht nicht g. F, egal wie Sie die Parameter x1 bis xk hier ins Unendliche gehen lassen, es kann nicht passieren, dass f sich nach oben immer weiter von g entfernt. Denn das würde ja gerade bedeuten, dass f doch nicht asymptotisch beschränkt ist durch g. Und das kann man auch in eine Formel fassen, nämlich wenn wir uns Parameterwerte betrachten, die gegen ins Unendliche gehen, ja, das kann man so fassen, dass man sagt, es gibt irgendwo eine Mindestgröße, ab da betrachten wir das Ganze nur, dann ist f beschränkt durch g, aber nicht einfach so beschränkt durch g, sondern wir müssen zulassen, dass f durch eine Konstante mal g beschränkt ist. Das ist genau das Gegenteil davon, dass f g irgendwie entfliehen kann. Ja, wenn Sie versuchen, sich mal zu überlegen, was ist das logische Gegenteil von dieser Formel. Das logische Gegenteil dieser Formel ist, es gibt eine Möglichkeit, wie wir x1 bis xk gegen unendlich gehen lassen, sodass das eben für keine Konstante c gilt, sodass also f auf diesem Weg ins Unendliche dem g entflieht, immer weiter, immer höher wird im Verhältnis zu g. Und genau das ist es, was eben durch dieses Groß O ausgedrückt werden soll, was nicht passiert. F ist durch G asymptotisch beschränkt. Bedeutet, f
F ist gebunden an G. Nicht von Anfang an, sondern ab einer gewissen Größe. Wir betrachten ja immer den Weg ins, wenn die Parameterwerte immer größer werden. F ist gebunden an G. F kann nicht G entfleuchen. Das heißt, irgendwo ist der Deckel drauf. F kann nicht beliebig groß wachsen gegenüber G. Irgendwo ist der Deckel drauf. Und dieser Deckel ist das Groß C. F ist höchstens C mal von G. F kann nicht beliebig weit höher kommen als G, sondern ist durch einen Faktor beschränkt. Das ist äquivalent dazu, wie wir asymptotisch gleich und asymptotisch echt kleiner beim letzten Mal uns definiert haben. Und ich habe versucht, das jetzt hier in Worten zu erklären, warum das dasselbe ist. Ist sicherlich jetzt nicht einer der leichtesten Stoffe der AUD. Hier greift jetzt etwas, sicherlich für viele von Ihnen, was ich in der ersten Vorlesung bei den Organisationsfolien gesagt habe, dass an manchen Stellen, sicherlich an vielen Stellen und für viele von Ihnen die Vorlesung nicht das Ende der ganzen Sache ist, nicht der Punkt ist, an dem es wirklich verstanden wird, sondern die Vorlesung ist die Vorbereitung auf die Nachbereitung der Vorlesung. Und die Nachbereitung der Vorlesung ist wiederum die Vorbereitung auf Übungsbetrieb und Prüfung. Also an manchen Stellen wird für viele von Ihnen eine solche Vorlesung nicht mehr leisten können als den ersten Eindruck, den ersten Einblick, sodass alles Weitere dann auf fruchtbaren Boden fällt. Also mir haben schon viele Studierende gesagt, dass diese Sicht tatsächlich die richtige ist, und das ist vielleicht auch Ihre Erfahrung teilweise, dass es schon einen Mehrwert gibt, wenn man sich das Ganze in der Vorlesung anschaut oder wenigstens die Aufzeichnung sich anschaut. Auch wenn man in der Vorlesung das noch nicht verstanden hat, aber man wird es dann hinterher, wenn man weiter mit dem Stoff arbeitet, besser verstehen, weil man das hier schon mal gesehen hat. Also falls es Sie beruhigt, auch ich hatte seinerzeit hier bei den zugehörigen Übungsaufgaben erstmal noch ziemlich zu knabbern, um den Vorlesungsstoff zu verstehen, und kann deshalb nachempfinden, wenn nicht jeder von Ihnen das hier gleich versteht. So, aber ich bringe einfach kommentarlos die Kürzel, die Sie in der Literatur finden, und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie diese Kürzel sich gebildet haben. Es gibt neben Groß-O noch diese Abkürzung Klein-O, auch wieder eine Menge von Funktionen. Alle Funktionen, bei Groß-O war eben asymptotisch schneller oder gleich. Bei Klein-O ist es nur asymptotisch schneller. Also, zum Beispiel, wenn f der Logarithmus, die Logarithmusfunktion ist, werden wir dann auch nochmal genau analysieren. Wenn f irgendeine Logarithmusfunktion ist, zum Beispiel 2er Logarithmus, und g ist die Identität, also g von n gleich n, dann wächst g asymptotisch echt schneller als f. Ja, die Identität wächst viel schneller als der Logarithmus. Der Logarithmus wächst viel langsamer als die Identität. Werden wir noch heute noch mal kurz analysieren. Groß Omega ist jetzt genau das Umgekehrte von Groß O. Ist einfach umgedreht und fertig. Ja, also Omega, das ist eine, G ist hier eine untere Schranke, nicht eine obere Schranke mehr, sondern eine untere Schranke für F. Hier in dieser Menge Groß Omega von klein g sind alle Funktionen F, die entweder auch wieder wie beim Groß O asymptotisch gleich sind oder asymptotisch schneller wachsen. Es gibt noch eine Notation klein Omega. Die habe ich hier nicht auf den Folien drauf, hat mich irgendjemand im Forum darauf hingewiesen,
dass er das vermisst. Das habe ich im Wiki dann nachgetragen. Zum Wiki kommen wir dann noch gleich. So, und genauso wie wir eben Groß Omega in so einen logischen Ausdruck, in so einen prädikatenlogischen Ausdruck umgewandelt haben, können Sie das genauso hier machen. Der Unterschied ist einfach hier im Vorzeichen. Bei Groß O war es eine obere Schranke, deshalb stand hier ein kleiner gleich. Bei Groß Omega ist eine untere Schranke, deshalb steht hier ein größer gleich, und ansonsten ist alles dasselbe wie in dem prädikatenlogischen Ausdruck eben für Groß O. Theta Das ist, da weiß ich nicht, wie weit Ihre mathematische oder Ihre humanistische Vorbildung reicht. Das ist dieses Zeichen hier, ist das der griechische Buchstabe Groß Theta. Und was war nochmal O von G? Das waren alle Funktionen, die durch G nach oben beschränkt sind. Also alles, was echt langsamer wächst als g oder asymptotisch gleich. Omega war alles, was schneller wächst als g oder asymptotisch gleich. Also zwei Mengen, wo drin sind alle Funktionen, die bla 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 und asymptotisch gleich. Was ist die Schnittmenge? Die Schnittmenge sind alle, die asymptotisch gleich sind. Folgt direkt aus der Sprachlogik. Theta von g sind alle Funktionen, die asymptotisch gleich von G sind. Das bedeutet zum Beispiel bei Selection Sort und Bubble Sort, die Laufzeiten von Selection Sort und Bubble Sort sind in Theta, Groß Theta von n Quadrat. Die Laufzeit von Merge Sort ist in Groß Theta von n mal 2er Logarithmus von n. Und wir werden noch viele Beispiele dieser Art finden. So, wie gesagt, die eine Funktion ist in der Theta-Menge der anderen Funktion. Das bedeutet, die beiden sind asymptotisch gleich. Das heißt, wenn man deren Weg ins Unendliche verfolgt, dann bleiben die in einem gewissen Korridor zueinander. Haben wir das nicht sogar als Bild? Nee, habe ich hier nicht. Ist auch egal. Die bleiben in einem gewissen Korridor zueinander. Keiner von dem entflieht dem anderen. Sie bleiben sozusagen, sie fangen sich sozusagen gegenseitig. So. Aus den Definitionen ergibt sich sofort, f wird nach oben durch g abgeschätzt. G wird entsprechend nach unten durch F abgeschätzt. Und hier, das bedeutet ja asymptotisch gleich ist. Wenn F asymptotisch gleich zu G ist, dann ist natürlich G auch asymptotisch gleich zu F. Theta ist eine Äquivalenzrelation. Sie erinnern sich an Äquivalenzrelation aus der Mathematik? Äquivalenzrelation heißt, in diesem Fall bei Funktionen, jede Funktion ist zu sich selber äquivalent. Jedes f ist in Theta von f. Es bedeutet diese Symmetrie. Der zweite Punkt bei Äquivalenzrelationen ist diese Symmetrie. Wenn f äquivalent zu g ist, ist g äquivalent zu f. Und das dritte ist noch die Transitivität, die hier auch mit dabei ist. So, die Formeln sind eigentlich einfacher, als es aussieht. Was hier oben steht in der ersten Zeile, das lässt sich sofort 1:1 in Sprache übersetzen. Wenn f durch g nach oben abgeschätzt wird und g durch h nach oben abgeschätzt wird, dann wird natürlich auch f durch h nach oben abgeschätzt. Ja, nehmen Sie immer, versuchen Sie es möglichst häufig wirklich zu verbalisieren, dass Sie sagen, f ist in O von g, das heißt, f wird durch g nach oben abgeschätzt. Damit ergibt sich die Transitivität, denke ich, sofort. Man kann
es sich natürlich auch mit den mathematischen Formeln klar machen, dass das stimmt. So, dasselbe ist hier. F ist echt kleiner als g. F wächst echt langsamer als g. G wächst echt langsamer als h. Also transitiv, f wächst auch echt langsamer als h. Logisch. Dasselbe umgedreht. Wie die erste Zeile, so auch die dritte Zeile, nur wieder umgedreht. Also O und Omega sind Geschwister, wenn man so will. F wird durch G nach unten abgeschätzt und G wird durch H nach unten abgeschätzt. Also wird F durch H nach unten abgeschätzt. Und jetzt noch diese Äquivalenzrelation. F ist asymptotisch genauso schnell wie G. Und G ist asymptotisch genauso schnell wie H, also ist natürlich auch F asymptotisch genauso schnell wie H. Ich denke und hoffe, dass diese Transitivitäten einsichtig sind. So, jetzt sind wir mit dieser O-Notation, so heißt das, O-Notation, oder im Englischen meistens Big O-Notation, Groß-O-Notation, warum auch immer, sind wir an dieser Stelle durch. Jetzt, das war jetzt sehr abstrakt. Also wir haben mit irgendwelchen Funktionen f, g und h hier herumgemacht. Jetzt werden wir im nächsten Foliensatz zu konkreten Funktionen kommen. So, nächster Foliensatz. Da. Ach so, folgendes erst einmal. Hier wird nochmal genau die Definition von asymptotisch gleich eingesetzt, die wir uns beim letzten Mal angesehen haben. Worauf ich jetzt nicht mehr genauer zu sprechen kommen möchte, das ist jetzt für das Verständnis von dem vielleicht nicht so dringlich wichtig und Sie können sich das natürlich auch immer in den Aufzeichnungen vom letzten Mal anschauen und anhören. Wenn Sie zwei Funktionen haben, zweimal dieselbe Funktion, die sich nur in einem konstanten Faktor unterscheiden, hier haben wir a mal irgendeine Basisfunktion, hier haben wir b mal irgendeine Basisfunktion. Ja, also 5 mal n Quadrat könnte oben stehen und 3 mal n Quadrat könnte unten stehen, nur als einfaches Beispiel. Dann kürze ich das natürlich raus, es bleibt 5 durch 3 übrig und hier, wenn ich Zähler und Nenner umtausche, natürlich 3 durch 5. Und damit ist die Bedingung erfüllt. Wenn zwei Funktionen sich nur im konstanten Faktor unterscheiden, sind sie asymptotisch gleich. Das ist genau auch die Zielsetzung gewesen. Wir wollen zwei Funktionen miteinander vergleichen, bis auf Unterschiede in konstanten Faktoren. Also wir wollen zwei Funktionen als asymptotisch gleich ansehen, wenn sie in einem Korridor von konstanten Faktoren voneinander gefangen sind. Eindimensionale Monome. Sie wissen, was ein Polynom ist zumindest, nicht aus der Mathematik. 3x hoch 5 plus 4x hoch 3 plus und so weiter und so fort ist ein Polynom. Und wenn Sie nur ein Glied dabei haben, dann ist es nur ein Summanden, dann ist es ein Monom. Was Sie hier sehen können, ist, was Ihnen diese Folie sagt, ist zunächst einmal ein Sachverhalt, der Ihnen aus der Mathematik bekannt sein sollte. Also mathematisch gesehen ist das zunächst einmal für Sie ein alter Hut, sollte es jedenfalls sein. Wenn ich hier zwei verschiedene Monome habe, die sich um einen, deren Exponenten sich jeweils um 1 unterscheiden, also oben 1 kleiner als unten, egal wie diese Exponenten aussehen, im Limes ist das natürlich immer 0, weil sich x hoch k
herauskürzt und dann bleibt 1 durch x jeweils übrig. Was Ihnen das sagt ist, die Identität x hoch 1 wächst asymptotisch schneller. Limes gleich 0, hatten wir beim letzten Mal gesehen. Das ist die Definition dafür, wenn der Limes gleich 0 ist, das ist die Definition dafür, dass die eine Funktion hier im Zähler asymptotisch schneller wächst als die andere Funktion hier im Nenner. Das heißt also, die Identität wächst asymptotisch schneller als die Konstantfunktion. Logisch, ja. Wenn Sie sich das vor Augen halten, Identität ist die Diagonale, die ins Unendliche geht, und die konstante Funktion ist irgendeine Waagerechte. So, hier x1, die Diagonale, und x2, die Parabel. Die Parabel wächst asymptotisch echt schneller als die Diagonale. X hoch 2 wächst asymptotisch echt schneller als x hoch 1. Nun, jetzt geht es hier weiter. Wir haben die quadratische Parabel, die kubische, sagt man da Parabel? Nee, nicht. Also die kubische Funktion jedenfalls. Und auch die wächst natürlich und so weiter und so fort. Das heißt also, wenn Sie x hoch 357 haben und x hoch 573, dann wissen Sie, sofern Sie im Kopf behalten haben, welche beiden Exponenten ich genannt habe, dann wissen Sie, welche von beiden asymptotisch schneller wächst als die andere. Nämlich die Funktion mit dem größeren Exponenten. Das gilt natürlich wegen der Transitivität nicht nur für zwei unmittelbar aufeinanderfolgende Exponenten, sondern für zwei beliebige Exponenten, die nicht unmittelbar, wie hier auf der Folie, aufeinanderfolgen. So, das ist generell wichtig. Das haben wir sogar schon angewandt in den Beispielen, ohne es zu nennen. Wenn Sie eine Funktion haben, die das Maximum von zwei Funktionen ist, dann können Sie das natürlich nach oben abschätzen durch die Summe dieser beiden Funktionen. Wir reden ja immer von nicht negativen Zahlen hier. Also müssen uns hier um irgendwelche negativen Summanden keine Gedanken machen. Bei nicht negativen Funktionen ist natürlich das Maximum kleiner gleich als die Summe. Und die Summe wiederum ist, denke ich, einfach zu sehen, ist höchstens so groß wie zweimal das Maximum. Das heißt, dass das Maximum zweier Funktionen und die Summe zweier Funktionen asymptotisch gleich ist. Denn, und das hat zur Konsequenz, genau das, wie ich bei Selection Sort und bei Bubble Sort beim letzten Mal argumentiert hatte. Ich hatte das so argumentiert, wir haben Anteile in dem Algorithmus, in dem Java-Code oder C++-Code oder wie auch immer implementiert. Wir haben Anteile in diesem Algorithmus, die proportional zum Quadrat der Sequenzlänge, der Länge der sortierenden Sequenz ist. Wir haben Anteile darin, die nur linear in der Größe, in der Länge der zu sortierenden Sequenz sind. Und wir haben Anteile, die konstant sind, die überhaupt nicht von der Länge der Sequenz abhängen. Ja? Das, was bei Selection Sort und Bubble Sort in der innersten Schleife passiert, dass die innerste Schleife wird, die Anzahl der Iterationen ist quadratisch in der Länge der Sequenz. Was in der äußeren Schleife passiert, außer der inneren Schleife, ja, die ganze Bürokratie, Schleifen, Kopf ausgeführt, Fortschaltung, Abbruchbedingungen und so weiter. Das passiert linear oft, hat lineares Laufzeitverhalten. Und was noch außerhalb der Schleifen passiert, das ist gar nicht abhängig von der Länge der Sequenz. Das hat konstanten Aufwand in der Länge der Sequenz. Und das Maximum von den dreien ist dann... Also der Aufwand ist von Selection Sort und Bubble Sort ist einfach eigentlich ein quadratischer Term plus einem linearen Term plus einem konstanten Term.
Aber durch diese Gleichsetzung hier, durch diese gegenseitige, Gleichsetzung ist falsch, wir haben ja kleiner gleich, durch diese gegenseitige Abschätzung können wir auch stattdessen sagen, die Asymptotik ist wie das Maximum von n Quadrat und n und konstant, also von das Maximum von quadratisch und linear und konstant. Und was ist das Maximum von quadratisch und linear und konstant? Quadratisch. Der lineare und der konstante Term fallen aus der Betrachtung heraus. Das können wir uns noch mal direkt bei Polynomen ansehen. Also bisher hatten wir es viel mit Polynomen zu tun gehabt, quadratischer Laufzeit plus eine gewisse lineare Laufzeit plus eine gewisse konstante Laufzeit bei Selection Sort und Bubble Sort. Und es bedeutet, diese gegenseitige Abschätzung, dass das Maximum und die Summe in derselben asymptotischen Klasse sind, bedeutet, ein ganzes Polynom, wie Sie es aus der Mathematik kennen sollten, Vorfaktor mal Unbekannte hoch einem Grad, hoch dem Grad k des Polynoms, plus weiterer Vorfaktor mal ein Grad weniger und so weiter, bis Vorfaktor mal x Quadrat plus Vorfaktor mal x plus Vorfaktor mal x hoch 0, um das genau zu sein, x hoch 0 gleich 1. Diese ganze Summe ist äquivalent zu x hoch k. Und das ist natürlich eine extrem starke Vereinfachung. Wir brauchen uns, wenn die Laufzeit, wie bei Selection Sort und Bubble Sort, wie wir das eben gesagt haben, wenn die Laufzeit ein Polynom ist, dann brauchen uns die Summanden niederer Ordnung nicht zu interessieren. Nur der Summand höchster Ordnung, der das Grad des Polynoms auch ist überhaupt relevant. Wir können deshalb sagen, Selection Sort, Bubble Sort sind quadratisch. Egal, was es da noch für lineare und konstante Anteile an der Gesamtlaufzeit gibt. So, wir machen noch einen kurzen Exkurs in die Analysis. Also ich weiß nicht, manche von Ihnen haben das vielleicht schon gesehen, irgendwo in der Schule oder hier im Mathematikstudium, andere vielleicht nicht. Falls Sie es nicht gesehen haben, ist auch kein Problem. Jetzt sehen Sie es mal. Kennen Sie die Regel von L'Hôpital? Wer von Ihnen kennt die Regel von L'Hôpital? Okay, eine gewisse Anzahl. Ist kein Problem, wenn Sie das noch nicht gesehen haben oder wenn Sie es wieder erfolgreich verdrängt haben. Für unsere Zwecke reicht eine Version der Regel von L'Hôpital. Wir haben es ja immer mit Funktionen zu tun. Wenn x gegen unendlich geht, wir sind jetzt eindimensional, wenn x gegen unendlich geht, dass dann die Funktionen f und g auch typischerweise gegen unendlich gehen. Also bei der konstanten Funktion ist das natürlich nicht der Fall, aber bei den ganzen anderen Funktionen, linear, quadratisch und so weiter, auch logarithmisch, geht alles ins Unendliche, wenn x gegen unendlich geht. Und dann sagt die Regel von L'Hôpital einfach, wenn ich den Quotienten zwei dieser beiden Funktionen hernehme, wie gesagt, die Voraussetzung ist hier unten, damit das gilt, damit diese Gleichheit hier gilt, wenn ich Quotienten dieser beiden hier gegen unendlich gehen lasse, x gegen unendlich gehen lasse, genau gesagt, dann verhält sich dieser Quotient genau der beiden Funktionswerte identisch im Limes wie der Quotient der beiden Ableitungen. Eine sehr mächtige Regel in der Analysis, die es einem oft erlaubt, Funktionen zu vereinfachen. Und das werden wir hier auch anwenden. Also nehmen Sie das einfach nur mal als Bild auf. Ich beweise es hier nicht. Der Beweis ist auch nicht schwer. Wird Ihnen vielleicht noch in der Mathematik blühen, weiß ich nicht. Wenn die Funktionen so richtig schön knackig gegen unendlich gehen, dann ist der Quotient der beiden Funktionen gleich der Quotient der beiden Ableitungen im Limes. Also beides konvergiert, beides geht in dieselbe Richtung. So, das kann man zum Beispiel anwenden, um Wurzeln
abzuschätzen. Eine Wurzelfunktion. Es gibt viele, ja, es gibt eine ganze Reihe von Algorithmen, deren Laufzeitverhalten wächst mit der Wurzel in der Eingabegröße. Mit irgendeiner Wurzel. Mit Wurzel, hier Arte Wurzel aus x. Und wenn ich jetzt die Regel von L'Hôpital anwende, Wurzel von x und x beide gegen unendlich, hier habe ich nochmal umgeschrieben, Arte Wurzel aus x ist x hoch 1 durch a, Nenner bleibt. Hier wende ich jetzt bei diesem Gleichheitszeichen, wende ich die Regel von L'Hôpital an. Im Limes ist der Quotient der Funktionswerte gleich dem Quotienten der beiden Ableitungen. Und dann sehen Sie schon, wie einfach plötzlich die Abschätzung wird. Hier oben ist ein Ausdruck, der gegen 0 geht. Wenn x gegen unendlich geht, hier der Exponent ist kleiner als, der ist negativ. X wird abgeleitet zu 1, dieser Quotient geht gegen 0. Das heißt also, dass dieser Quotient gegen 0 geht. Das heißt, dass jede Wurzelfunktion asymptotisch echt langsamer wächst als die Identität. Ja, das kennen Sie vielleicht auf der Schule, wie Sie das gezeichnet haben. Die Wurzelfunktion ist so richtig schön konkav. Die Identität ist die Diagonale. Also es sollte dem Bild, was Sie hoffentlich noch vor Augen haben aus der Schule, wie die Wurzelfunktion und wie die Identität verlaufen, dem Bild sollte es entsprechen, was hier auch nochmal in Formeln steht. Wir können einen Schritt weitergehen. Uns interessiert natürlich auch, wenn wir zwei verschiedene Wurzelfunktionen haben, einmal mit der Basis a und einmal mit der Basis b, wie da das Verhältnis dieser beiden Funktionen, das asymptotische Verhältnis ist, wie schnell die eine Funktion im Vergleich zur anderen Funktion gegen unendlich geht. Auch hier wieder dasselbe, erst einmal umgewandelt in die übliche Darstellung mit Exponenten. Hier wieder abgeleitet, hier ist L'Hôpital und hier ein bisschen vereinfacht. Und Sie sehen schon, wenn a kleiner b ist, jetzt muss ich gucken, dass ich nichts Falsches sage, wenn a kleiner b ist, dann ist 1 durch a größer 1 durch b, dann wächst das gegen unendlich, beziehungsweise umgekehrt, wenn a größer b ist, dann ist dieser Exponent hier hinten negativ, dann geht das hier gegen 0. Das heißt also, wenn a größer b ist, dann wächst a asymptotisch langsamer als b. Was man sich auch vorstellen kann. Die dritte Wurzel wächst asymptotisch langsamer als die zweite Wurzel etwa. Und der Punkt ist eben, es wächst nicht nur langsamer, das eine wächst nicht nur langsamer als das andere, sondern diese Schere klafft, wenn sie ins Unendliche gehen, beliebig weit auseinander. Das sagt diese untere Zeile. Logarithmus, jetzt nehmen wir als erstes mal den natürlichen Logarithmus. Hier in der oberen Zeile ist ein kleiner Fehler drin, werde ich gleich was dazu sagen. Also ich habe den Fehler drin gelassen, weil es auch im Video drin ist. Ich müsste beides gleichzeitig korrigieren. Hier ist die Anwendung von L'Hôpital falsch, dass ich übergehe zu den Ableitungen, denn die Voraussetzung ist nicht erfüllt. Die 1 wächst natürlich nicht gegen unendlich, also darf ich L'Hôpital nicht anwenden, aber durch scharfes Hinsehen, also die Formel, die hier steht, ist natürlich nicht falsch, aber die Argumentation, dass hier L'Hôpital anzuwenden ist, ist natürlich falsch. Aber es ist belanglos, dass dieser Limes gleich diesem Limes ist. Der Logarithmus geht gegen unendlich, die 1 bleibt immer die 1, wenn x gegen unendlich geht, und damit geht das natürlich gegen 0, auch ohne jeden L'Hôpital. So, das heißt also für den natürlichen Logarithmus, der natürliche Logarithmus wächst
schneller als die Identität. Nein, Entschuldigung, wächst schneller als die Konstant, die konstante Funktion. Ja klar, der Logarithmus geht ins Unendliche und die konstante Funktion nicht. Jetzt haben wir schon die Wurzelfunktion betrachtet. Jetzt nehmen wir den natürlichen Logarithmus dazu. Jetzt können wir wieder L'Hôpital anwenden. Beide Funktionen gehen ins Unendliche. Wir dürfen also die beiden Funktionen ersetzen durch ihre Ableitung. Das ist ja der Grund, warum wir uns mit dem natürlichen Logarithmus immer gerne auseinandersetzen, weil da die Ableitung so schön einfach ist. Ist gerade 1 durch x ohne irgendwelche Vorfaktoren. Ist 1 durch x. Die Arte Wurzel aus x ist wieder so ein komischer länglicher Ausdruck, wie er Ihnen aus der Schulmathematik bekannt sein sollte, wie man eine Wurzelfunktion ableitet. Und Sie sehen, das Ganze geht durch scharfes Hinschauen sieht man, dass das Ganze gegen 0 geht, wenn x gegen unendlich geht. Das heißt, der natürliche Logarithmus wächst asymptotisch echt langsamer als jede beliebige Wurzelfunktion. Ja? Wenn Sie sich die Bilder anschauen, sich mal plotten lassen oder selber sich die Mühe machen, so einen Plot Punkt für Punkt zu erstellen, beide sehen ja ziemlich ähnlich aus, der Logarithmus und die Wurzelfunktion. Aber diese Ähnlichkeit ist nur oberflächlich. In Wirklichkeit wachsen die, wenn wir uns gegen Unendliche anschauen, beliebig weit auseinander. Die Wurzelfunktion, egal welche Sie hernehmen, wächst echt schneller, entflieht der natürlichen Logarithmusfunktion. Andere Logarithmen. Der Witz an der Sache ist der, das werden wir dann auch immer machen, dass wir bei asymptotischen Betrachtungen überhaupt nicht die Basis des Logarithmus brauchen. Ja, wie ich hatte gesagt, Merge Sort hat eine Laufzeit, die ist proportional, die ist asymptotisch zu n mal Zweierlogarithmus von n. Oder binäre Suche hat eine Laufzeit asymptotisch zu Zweierlogarithmus von n. Manchmal habe ich es auch vergessen, Zweierlogarithmus zu sagen. Das war auch durchaus gerechtfertigt, denn alle Logarithmen sind asymptotisch gleich zueinander, alle Logarithmenfunktionen. Etwas, was vielleicht ein bisschen überraschend ist, was man jetzt nicht so unbedingt erwarten würde, nachdem wir gesehen haben, die Wurzelfunktionen sind asymptotisch unterschiedlich. Die Logarithmenfunktionen sind alle gleich und das liegt an einem bestimmten Logarithmengesetz, was Sie vermutlich mal in der Schule irgendwo gesehen und dann mehr oder weniger erfolgreich wieder verdrängt haben. Wenn ich mit demselben Argument x zu zwei verschiedenen Basen den Logarithmus nehme, dann kommt der Logarithmus dann kann ich das schreiben auch als einen Logarithmus, wo die eine Basis weiterhin die Basis ist und die andere Basis wird das Argument. So, das heißt also, wenn ich diese beiden Zähler und Nenner hier auffasse als Funktion in x, x wird abgebildet auf den Logarithmus von x zur Basis a, beziehungsweise x wird abgebildet auf den Logarithmus von x zur Basis b. Und ich gucke mir an, wie verhalten sie sich zueinander, dann stelle ich fest, das Verhältnis zueinander ist eine Konstante, also ein Ausdruck, der nicht von x abhängt. Zwei verschiedene Logarithmenfunktionen, auch wenn sie immer weiter additiv auseinanderstreben, aber sie sind immer nur ein Faktor. Einen festen Faktor voneinander unterschiedlich. Das heißt also, die Basis spielt überhaupt keine Rolle. Ja, ich kann bei Merge Sort sagen, die Asymptotik ist n mal Zweierlogarithmus von n. Ich kann aber auch genauso gut sagen, die Asymptotik ist n mal Logarithmus von n zur Basis 357. Es ist dasselbe, beides stimmt.
Das heißt, ich kann auch genauso gut die Basis vergessen und sagen, die Komplexität von Merge-Sort ist n mal log n oder abgekürzt, Sie werden es oft hören, n log n. Also das habe ich mir nicht ausgedacht, dass man sagt, die Komplexität von Merge-Sort ist n log n, sondern das ist gängig, das so zu formulieren, so kurz zu formulieren. Oder die Komplexität von binärer Suche ist log n, egal welche Basis. Dieselbe Logik, Sie können sagen, wie ich das bisher gesagt habe, die Asymptotik von binärer Suche ist Logarithmus von n zur Basis 2, oder Sie können genauso gut sagen, Logarithmus von n zur Basis 357, oder Sie können einfach log n sagen und gut ist. So, es geht noch, wir haben noch mehr Funktionen. Ja, Sie kennen aus der Schule, aus der Analysis noch mehr Funktionen, die auch bei Algorithmen eine Rolle spielen. Jetzt kommen wir zu Funktionen, die eine unangenehme Rolle bei Algorithmen spielen. Wenn ein Algorithmus einen exponentiellen Aufwand hat, das heißt, die Laufzeit eines Algorithmus ist a hoch, also nehmen wir an, Sortieralgorithmus, wäre irgendeine Basis hoch der Länge der Sequenz, dann wäre das schon sehr bitterböse. Ja, nehmen wir an, zum Beispiel 2 hoch x. Sie wissen, wie schnell die Exponentialfunktion 2 hoch x zum Beispiel wächst. Also das geht ganz schnell über jede Möglichkeit hinaus. Wenn Sie einen Algorithmus haben, dessen Laufzeit proportional zu so einem Ausdruck ist, a hoch x, dann ist das ein Algorithmus, den Sie für ernsthafte Größen von x nicht im Rahmen dieses Universums mehr zur Terminierung bringen. Den Sie nur noch auf sehr, sehr kleine Eingabegrößen überhaupt anwenden können. So, und das sehen wir auch hier nochmal. Wir nehmen uns jetzt irgendein beliebiges Monom her. Es ist uns vollkommen egal, welches. X hoch irgendein K, das kann auch X hoch 367 Millionen und so weiter sein. Ja, es kann ein beliebig hohes Monom sein. Ja. Egal, welcher Exponent. Und wir nehmen uns jetzt irgendeine Exponentialfunktion her, wo die Unbekannte eben im Exponenten ist. Und wenn jetzt wieder mehrfach L'Hôpital an. Hier oben wissen Sie, wie man ein Monom differenziert, haben wir, glaube ich, vorhin auch schon mal gesehen. Sie wissen, wie man eine Exponentialfunktion differenziert. Das a hoch x mit einem Vorfaktor. Ja, dank L'Hôpital. Sowohl Zähler als auch Nenner gegen unendlich. Wir können L'Hôpital anwenden und können anstelle der Funktionswerte die Ableitungen einsetzen. Und das können wir nochmal machen. Diese beiden Funktionen gehen immer noch gegen unendlich, Zähler und Nenner. Wir können beide nochmal ableiten. Dann kriegen wir hier sowas und sowas raus. Sie sehen schon hier das Problem. Sie sehen schon hier, worauf das hinausläuft. Der Exponent im Zähler bei dem Monom wird bei jeder Ableitung 1 kleiner und der Exponent im Nenner, das x, bleibt immer gleich. Es bleibt a hoch x, nur es kommen dann immer weiter konstante Vorfaktoren dazu. Und das können wir machen und machen und machen, so oft wie wir das brauchen, bis wir irgendwann das k reduziert haben hier auf ein Quadrat. Wir haben die ganzen Vorfaktoren, die ich hier habe, k mal k minus 1 und so weiter und ln a hoch irgendwas, die habe ich hier einfach in dieser Konstanten drin einfach subsumiert. Interessieren uns nicht weiter. Was da noch übrig bleibt an Ausdrücken in x, ist einerseits hier, der Exponent wird immer kleiner, irgendwann kommen wir mal bei x Quadrat an. Und hier unten bleibt es immer bei a hoch x. Nochmal weiter mit L'Hôpital kommt hier von x² auf x runter und es bleibt bei a hoch x. Das ist natürlich jetzt eine andere Konstante hier als hier vorher.
Und hier ist, glaube ich, noch ein ganz kleiner Fehler drin. Hier müsste eine 1 stehen. Wenn ich ableite, kommt natürlich eine 1 raus. 1 durch a hoch x ergibt 0. Das heißt, eine Exponentialfunktion, zum Beispiel 2 hoch x oder zum Beispiel 1,00001 hoch x, eine Exponentialfunktion wächst asymptotisch schneller als jedes einzelne Monom. Wächst asymptotisch schneller als x hoch 357 Milliarden. Es dauert eine Weile wahrscheinlich, bis die Exponentialfunktion mit diesem großen Exponenten überholt hat. Aber irgendwann wird es passieren und ab da läuft das a hoch x dem x hoch irgendwas immer weiter davon. Wenn wir uns zwei Exponentialfunktionen ansehen, können wir einfach durch Klammerung einsehen, also hier zu einer Basis a die Exponentialfunktion, zu einer Basis b die Exponentialfunktion, das können wir klammern. Wenn a kleiner b ist, dann ist das hier also kleiner als 1 hoch x. Wenn x gegen unendlich geht, geht dieser Ausdruck gegen 0. Das heißt, wenn a kleiner b ist, dann wächst b hoch x, die Exponentialfunktion b hoch x, asymptotisch echt schneller als die Exponentialfunktion a hoch x. So, das reicht an Vergleichen von Funktionen, hoffe ich mal. Man könnte es noch weiter hochtreiben, habe ich hier nicht gemacht. Sie können sich auch leicht überlegen, dass beispielsweise die Fakultätsfunktion n Fakultät, n mal n minus 1 und so weiter, die Sie ja auch kennen, dass die schneller wächst als jede Exponentialfunktion. Was die Sache nochmal unangenehmer macht. Ich kann Ihnen einen Algorithmus sagen, dessen Laufzeit mindestens so schnell wächst wie die Fakultätsfunktion. Sie sortieren eine gegebene Sequenz, indem Sie jede einzelne Permutation berechnen und sich anschauen, ob das die sortierte Sequenz ist. Sie haben n-Fakultät viele Permutationen. Das heißt also, die asymptotische Komplexität dieses Algorithmus ist n-Fakultät mal dem Aufwand, was es kostet, jede Permutation jeweils zu generieren und sich anzugucken. Das wäre ein Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen durch diese Foliensätze erklären, warum man das nicht machen sollte. Ja, machen Sie sich doch mal einen Spaß mit int und mit long, sich alle Fakultäten mal mit einem kleinen Java-Programm ausgeben zu lassen. Fakultät 1, Fakultät 2, Fakultät 3, Fakultät 4 und so weiter und so fort. Und gucken Sie, zu welcher Zahl Sie noch die Fakultät ausgeben können, bevor es einen arithmetischen Überlauf gibt. Gucken Sie es einfach mal an und dann werden Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie schnell die Fakultät wächst. So, das Ganze ist, wie angedroht, auch im Wiki zu finden. Sieh mal, ich muss das noch mal ein bisschen wieder zurechtschnippeln hier, das Fenster, damit es die richtige Breite für diese Auflösung hat. Nee, immer noch nicht ganz. So. Sie finden eine Wiki-Seite mit asymptotischen Vergleichen von Funktionen, das, womit wir beim letzten Mal begonnen haben. Und hier habe ich erst einmal den eindimensionalen Fall aufgeführt. Das heißt also, Sie haben nur einen Parameter für die Funktion, nur eine Eingabe.
Hier finden Sie diese Mengen, die ich eben auch gesagt habe, O von F, Omega von F, mit dieser Definition, wie ich sie dann heute aufgeführt habe, mit dieser prädikatenlogischen Ausdruck. Sie finden entsprechend Theta von F, alle zu F-asymptotischen gleichen Funktionen, so wie ich es auch eingeführt hatte auf dem Foliensatz, Omega von F und geschnitten Groß O von F, Klein O, alles was asymptotisch echt langsamer wächst als F, eben alles was asymptotisch kleiner gleich ist, ohne das was asymptotisch kleiner ist, ist eben das was asymptotisch echt kleiner ist. Und hier dieses kleine Omega von F, das hatte ich auf dem Foliensatz ausgelassen, das ist einfach das Gegenstück zum kleinen O von F. Klein O von F sind alle Funktionen, die echt kleiner, asymptotisch echt kleiner als F wachsen. Klein Omega von F sind alle Funktionen, die asymptotisch echt größer als F wachsen. Und Sie sehen hier noch eine Bemerkung. Es gibt verschiedene Begriffe. Hier ist sogar ein Wikipedia-Eintrag zu dieser Formulierung. Big O-Notation, Groß-O-Notation, im Deutschen meistens eher nur O-Notation oder asymptotische Notation habe ich schon gefunden. Es gibt auch, benannt nach irgendwelchen Leuten, Landau-Symbole oder Landau-Bachmann-Symbole. Das sind verschiedene Namen, unter denen Sie diese Kürzel in der Literatur finden. Zum Beispiel in der Wikipedia, in Lehrbüchern zu mathematischen Funktionen bzw. zu Algorithmen und deren Komplexität. Die mathematischen Regeln, hier finden Sie noch einige weitere mathematischen Regeln, die ich in dem Foliensatz nicht drin habe, aber das meiste hier sind Sachen, die im Foliensatz drin sind. Zum Beispiel hier dieses erste, Antireflexivität. Wenn F nach oben abgeschätzt wird durch G, wird G natürlich nach unten abgeschätzt durch F. Hier habe ich mir die Freiheit genommen, die Transitivität, Sie erinnern sich eben im Foliensatz, hatte ich mehrere Zeilen untereinander für die verschiedenen Kürzel. Hier habe ich mir jetzt die Freiheit genommen, die einzelnen Kürzel zu ersetzen durch einen Platzhalter, weil die Formel immer, die Transitivität ist immer dasselbe. Wenn F in der bestimmten Klasse von G ist und G ist in der bestimmten Klasse von H, dann ist F in dieser entsprechenden Klasse von H. Egal, ob diese Klasse jetzt Groß O ist oder Groß Omega oder Theta oder Klein O oder Klein Omega. Das kann man sich leicht überlegen. Alles, was asymptotisch nach oben abgeschätzt wird durch F oder asymptotisch abgeschätzt wird durch G oder beides, wird auch asymptotisch abgeschätzt durch die Summe aus F und G. Ja, Sie können solche Ausdrücke immer sofort in Sprache übersetzen und dann sind sie hoffentlich auch sofort verständlich, auch wenn die Formeln nicht sofort verständlich sind, aber durch diese Übersetzung in Sprache, die ich Ihnen hier auf diesen Videoaufzeichnungen auch schon mal vorleiste, werden die Sachen dann hoffentlich verständlicher. So, wenn F durch G abgeschätzt wird, das hatten wir auch, dann ist F plus G auch durch F plus G dasselbe wie G. Ein Term minderer Ordnung, das F, spielt keine Rolle, nur das G entscheidet. Und zwar egal, ob wir Groß O, Groß Omega oder sonst was haben. Moment, da ist ein Fehler. Klein O und Klein Omega können das natürlich nicht sein. Muss ich im Nachgang korrigieren. Das stimmt hier so nicht. Klein O und Klein Omega machen natürlich keinen Sinn an dieser Stelle. Hier nochmal, womit wir begonnen haben, der Limes Superior. Hier ist nochmal der Link in die englischsprachige Wikipedia. Sie können natürlich dann auch von der englischsprachigen Seite auf die deutschsprachige Seite kommen mit dem entsprechenden mit der entsprechenden Option am linken Rand und so weiter und so fort. Hier sind jetzt die verschiedenen Sachen aufgeführt, die Sie eben auf den Folien gesehen haben, dass die Monome unterschiedlich schnell wachsen, dass die Logarithmen unterschiedlich schnell wachsen. Ah, hier sogar, dass eine beliebige Potenz der Logarithmen schneller wächst als die Identität und so weiter und so fort. Einfach als Nachschlagemöglichkeit noch zusätzlich zu den Folien.
Hier, das sind jetzt die Formulierungsweisen, Vergleich mit spezifischen Funktionen. Wenn Sie einen Algorithmus haben, wie zum Beispiel lineare Suche, dessen Laufzeit eben ja, proportional zur Anzahl der Elemente im Array ist, dann reden Sie von linear. Sie reden von linearer Laufzeit, linearer Komplexität dieses Algorithmus. Bei Selection Sort, Bubble Sort reden Sie vom quadratischen Aufwand, quadratischer Laufzeit des Algorithmus. Entsprechend, wenn Sie eine n hoch 3 haben statt n Quadrat, dann, wie Sie es ja auch aus der Mathematik kennen, dann spricht man von kubisch. Wenn die Laufzeit proportional zum Logarithmus ist, und wir hatten es ja eben gesagt, dass es egal ist, zu welcher Basis, dann spricht man einfach von logarithmischer Laufzeit, wie bei binärer Suche. Und bei n mal log n werden Sie meistens, wenn jemand einen Vortrag darüber hält, einfach nur hören, der sagt eben, die Laufzeit ist n log n. Ganz kurz und knapp. Ein paar weitere Fälle noch, die Sie gesehen haben sollten. Wenn Sie die Laufzeit einer eines Algorithmus beziehungsweise die Asymptotik einer Funktion durch irgendein Polynom, irgendeins, nach oben abschätzen wollen, können, wenn Sie das können, egal wie hoch, n hoch 357 oder n hoch 357 Milliarden oder was auch immer, dann spricht man davon, dass diese Funktion polynomial ist oder die Laufzeit des Algorithmus ist polynomial. Wenn es irgendein Polynom gibt, sodass man die Laufzeit dieses Algorithmus durch dieses Polynom nach oben abschätzen kann. Wenn Sie eine Funktion haben, die langsamer wächst als jede Exponentialfunktion, dann nennt man diese Funktion subexponential, also unterhalb von Exponentialfunktionen. Es gibt Funktionen, die sind nicht polynomial, aber trotzdem noch subexponential. Also wir haben gesehen, Exponentialfunktionen und Polynome, die gehen asymptotisch auseinander, aber dazwischen sind noch Funktionen. Können Sie sich gerne als Übung selber überlegen, ein paar Funktionen, die nicht durch ein Polynom abgeschätzt werden können nach oben, aber auch langsamer wachsen als jede einzelne Exponentialfunktion. Und wenn eine Funktion so schnell wächst wie Exponentialfunktionen, also nach oben durch irgendeine Exponentialfunktion und nach unten durch irgendeine Exponentialfunktion abgeschätzt werden kann, dann nennt man diese Funktion entsprechend exponential. Und wenn eine Funktion noch brutaler wächst, wenn sie genauso schnell wächst wie die Fakultät, was nochmal ein Stück brutaler ist als jede einzelne Exponentialfunktion, selbst die Fakultätsfunktion wächst selbst schneller als 357 Milliarden hoch x, also egal zu welcher Basis, können Sie sich leicht überlegen, weil was ist denn sowas wie 300 ohne was Schriftliches dazu. Sie können sich leicht überlegen, dass die was ist denn 2 hoch n? Das ist 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 n mal, nicht? Das ist 2 hoch n. Was ist n Fakultät? Das sind genauso viele Faktoren, aber es ist nicht jeweils Faktor 2, sondern es ist 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 und so weiter bis n. Das gibt Ihnen einen ersten Eindruck, warum die Fakultätsfunktion schneller wächst als 2 hoch n. Und dieses Argument können Sie natürlich auf jede andere Exponentialfunktion übertragen. Okay, hier nochmal das hat sich in der Literatur, in der Wissenschaft einfach so, in der Informatik einfach so herauskristallisiert. Polynomial
heißt, f ist nach oben beschränkt. Hier oben sehen Sie das. Polynomiell heißt einfach nur, ist einfach nur Abkürzung, abgekürzt für polynomiell von oben beschränkt, von oben abgeschätzt. Polynomially bounded from above. So, also hier ist jetzt der eindimensionale Fall und was Sie hier sehen, ist dasselbe nochmal im multidimensionalen Fall. Der Fall, den wir auf den Folien hatten von vornherein, hoch k und o von f, alle Funktionen, die von f nach oben abschätzbar sind, mit diesem prädikatenlogischen Ausdruck, den Sie schon auf den Folien gesehen haben, nur mit etwas anderer Notation als auf den Folien, aber das ist 1 zu 1, die Notation Omega von f, alle Funktionen, die nach unten durch f abschätzbar sind, Theta von f, alle Funktionen, die asymptotisch gleich zu f sind, klein o von f, alle Funktionen, die echt langsamer sind als f, echt langsamer asymptotisch wachsen, klein Omega von f, alle Funktionen, die echt schneller als f asymptotisch wachsen. Also Sie sehen, wenn man das Ganze mal zusammensammelt, dann ist das eigentlich nicht viel Stoff. Und Sie sehen, auch wenn es ein bisschen abschreckend ist durch die ganzen mathematischen Formeln hier, wenn Sie das nochmal vergleichen mit dem Foliensatz, den wir uns eben angeschaut haben, dann, wo es nicht so komprimiert dasteht, sondern etwas mehr ausgedehnt mit den mathematischen Ableitungen, dann sehen Sie hoffentlich, dass das durchaus Sachen sind, die einen nicht abschrecken müssen, sondern die man durchaus auch verstehen kann, wo man auch ein gewisses Gefühl dazu entwickeln kann, dass die Exponentialfunktionen eben schneller wachsen als die Polynome und die Identität schneller wächst als der Logarithmus und auch die Wurzel schneller wächst als der Logarithmus, aber langsamer wächst als die Identität und so weiter und so fort. Gut, mehr wollen wir hier in dieser Vorlesung nicht zum Thema Asymptotik von Funktionen, asymptotischen Vergleich von Funktionen sagen, aber das Ganze, das ist ja hier nicht Analysis, das ist hier Algorithmen und Datenstrukturen. Das Ganze bekommt seinen Sinn, das hatte ich immer wieder versucht, hier im mündlichen Vortrag nochmal zu erklären, das Ganze bekommt seinen Sinn dadurch, dass wir damit die Laufzeiten von Algorithmen betrachten. Und dafür gibt es auch eine eigene Wiki-Seite, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Asymptotische Komplexität, Englisch versus, manchmal findet man es auch im Deutschen versus, im Gegensatz zu, kann man vielleicht übersetzen. So, was ist die Laufzeit eines Algorithmus? Naja, das sind die Operationen, die Anzahl der Operationen, die die Maschine, die diesen Algorithmus, die dieses Programm ausführt, durchläuft. CPU-Zeit kennen Sie als Begriff dazu, die Anzahl der Taktzyklen letztendlich, in denen dieser Algorithmus Berechnungen durchführt. Aber hier in unseren mathematischen, theoretischen Betrachtungen, hier kommen wir nicht weit, wenn wir wirklich immer jeweils die Anzahl der Operationen damit umgehen wollten. Ja? Es ist besser zu abstrahieren, also nur so Pi mal Daumen, sich die Sache anzuschauen und zu sagen, dass die Laufzeit eingeschätzt wird, estimated, durch die Komplexität, durch die asymptotische Komplexität dieses Algorithmus. Und das bedeutet insbesondere, worauf ich immer wieder versucht habe, Wert zu legen, das nochmal zu sagen, wir betrachten nur Proportionalitäten, nur proportionales Verhalten. Ja? Konstante Faktoren spielen für unsere Betrachtung keine Rolle. Wenn Selection Sort und Bubble Sort so implementiert sind, dass Selection Sort, ich fabuliere jetzt mal, dass Selection Sort dreimal schneller ist als Bubble Sort, dann spielt dieser Faktor 3 für uns keine Rolle hier. Ist natürlich schön,
wenn wir wissen, dass der eine Algorithmus schneller ist als der andere Algorithmus, dann nehmen wir natürlich den und nicht den anderen. Aber das ist natürlich etwas, was nicht wirklich stimmt. Ja, nicht der eine Algorithmus ist schneller als der andere, sondern diese eine Implementation ist auf dieser einen Plattform zu dieser Mondphase schneller als die andere. Mehr können wir da nicht sagen. Also konstante multiplikative Faktoren können wir nicht sinnvoll betrachten, lassen wir sie damit aus. Damit verlieren wir einiges. Wir können, wie gesagt, nicht zwischen Selection Sort und Bubble Sort mehr theoretisch unterscheiden. Aber wir können immer noch zwischen Selection Sort und Bubble Sort auf der einen Seite und Merge Sort auf der anderen Seite unterscheiden und feststellen, dass wir doch lieber Merge Sort als Selection Sort und Bubble Sort hätten. Und das ist ja auch schon mal eine ganze Menge. Und wenn wir konstante multiplikative Faktoren completely disregarded, komplett aus der Betrachtung herausnehmen, komplett ignorieren, dann spielt es überhaupt keine Rolle mehr, was für eine Maschine sie haben, was für eine Taktfrequenz diese Maschine hat, wie gerade das Betriebssystem drauf ist, ob das jetzt gerade ihnen effiziente Ausführung des Algorithmus erlaubt oder ob das Betriebssystem mehr oder weniger mit sich selbst beschäftigt ist. Ich nehme an, Sie wissen, was ich meine. Ja, das brauchen wir alles nicht mehr zu betrachten. Das gewinnen wir. Wir verlieren die Genauigkeit in dem Fall, wenn zwei Algorithmen gleich schnell sind, asymptotisch, dass wir nichts mehr dazu sagen können. Die Unterscheidungskraft verlieren wir an dieser Stelle. Wir gewinnen, dass wir uns um solche Details wie die Maschine und so weiter nicht mehr kümmern müssen, dass wir einfach theoretisch und mathematisch über Algorithmen reden können. Also keine Sorge, beim nächsten Mal gibt es wieder schöne bunte Bilderchen. Aber wir werden die Dinge, die wir hier erarbeitet haben, diese Konzepte natürlich immer wieder mit hineinbringen. So, charakterisierende Parameter. Da war mein Beispiel String Matching, die Länge des großen Strings, groß S, die Länge des kleinen Strings, groß T, die Größe des Alphabets. Das sind die drei charakterisierenden Parameter bei dieser Problemstellung. Also für die Inputs, für die Eingaben eines algorithmischen Problems, in dem Fall unser String Matching Problem, brauchen wir numerische, charakteristische Parameter, die wir sinnvoll auswählen, so wie eben die Länge des großen Strings, die Länge des kleinen Strings, die Größe des Alphabets. Und so dass wir sagen können, diese Gesamtgröße einer Eingabe ist ausdrückbar in diesen Parametern und damit ist die Laufzeit, die Komplexität eines Algorithmus als ausdrückbar in diesen Parametern. So, die Beispiele, zum Beispiel, wenn Sie sortieren wollen, wenn Sie etwas sortieren wollen, die Länge der Sequenz ist dann zumindest eine wichtige Größe. Die anderen Beispiele, die beziehen sich auf konkrete Algorithmen, die wir und algorithmische Probleme, die wir bis jetzt noch nicht betrachtet haben. Das hier bezieht sich auch auf algorithmische Probleme, die wir nicht betrachtet haben, aber die vielleicht illustrativ möglich sind. Wenn Sie ein Netzwerk haben, Straßennetz zum Beispiel, dann haben Sie darin Knotenpunkte und Verbindungswege zwischen den, also Knoten, Nodes und Verbindungswege, Kanten, Edges oder Arcs genannt im Englischen. Und wenn Sie ein algorithmisches Problem haben, wie etwa im Navi, dass Sie die schnellste Verbindung von A nach B in diesem Netzwerk finden wollen, dann werden wir sehen, dass die Algorithmen, die sowas leisten, dass deren asymptotische Komplexität sich ausdrücken lässt in der Anzahl der Knotenpunkte und in der Anzahl der Verbindungskanten zwischen Knotenpunkten in diesem Netzwerk. Das ist das zweite Beispiel. Hier muss ich auf später vertrösten. So. Ich glaube,
Das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert, das jetzt noch hier in die letzten paar Minuten reinzudrücken. Ich möchte an dieser Stelle die Aufnahme beenden, aber nach Ende der Aufnahme möchte ich noch Ansage machen. Das heißt, ich danke schon mal hier allen fürs Zuhören.